Hallo und herzlich willkommen zum nächsten und wahrscheinlich auch letzten Review zu 9.7 vom Testserver aus. Und wir schauen uns heute mal den M56 Scorpion an. Und ja, wie ihr annehmen könnt, das Ding hat absolut gar keine Panzerung. Hier steht auch 111. Ja, hätten sie wahrscheinlich auch weglassen können. Wobei ich glaube, das könnte sogar fast mehr als 1 sein. Aber naja, das ist eine andere Sache, das bedeutet, denke ich, einfach nur, es ist einfach nicht erwähnenswert viel quasi. Ja, ich war anfangs, als die ersten Leaks dazu kamen, relativ gespannt drauf. Inzwischen bin ich so, weil das Ding halt leider Tier 7 ist und ein Matchmaking bis Tier 10 hat. Und dann kann man sich da vorstellen, was dann halt ein Tier 10er aus einem macht. In One-It. Ja, die Wumme ist eine 90mm Wumme mit 219 Penetration, 240 Damage. Die Wumme, da kann man echt nichts gegen sagen. Zwei Aiming Time, das ist eine super Wumme. Und, ja. Es ist halt der Panzer, der dann so la 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 ist. So, wir werden dann nochmal kurz anstreichen, denke ich. Damit ihr das dann auch damit mal seht. Sehr, sehr blass. Sehr blass. Die hatten wohl nicht genügend Farbe. Mussten es dünn aufstreichen. So, und jetzt starten wir mal ins Gefecht. Ich hoffe, wir kriegen ein halbwegs angenehmes Battle, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, jetzt sind auch nicht mal ganz so viele Spieler online und daher denke ich eher, dass wir in Tier 10 kommen und uns damit dann, ja, rumschlagen müssen. So, ja, perfekt eigentlich. Wir sind auf der neuen Map Overlord und das ist ziemlich cool, weil jetzt können wir mal sehen, wie die Map an sich ist, so vom Fahren her. Sind nur den Tier 8, das ist schon mal sehr geil und sind mehr oder weniger nur normale Panzer. Also das könnte man schon als normales Battle quasi nehmen. Sieht auf jeden Fall ziemlich so aus. Und ja, der M56 kann seine Wumme nicht ganz rumdrehen. Und ihr seht auch schon, es ist auch nicht ganz so fix mit dem Wumme drehen oder wenden und Richtbereich ändern. Ups. Aber der Richtbereich ist trotzdem für TTs, finde ich eigentlich ganz nett. Und ja, ich habe schon ein paar Runden damit gefahren, bin im Großen und Ganzen nicht unzufrieden, aber zufrieden ist eine andere Sache. Außerdem weiß ich jetzt absolut nicht, wo ich hinfahren kann. Versuche mich jetzt hier einfach mal irgendwo hinzustellen. Hat natürlich auch, wie man hier sieht, sehr gute Gun Depression, wie man das von Amis kennt. Also auch da kann man eigentlich nur top sagen. Und wie gesagt, der Schwenkradius ist auf jeden Fall auch angenehm weit. Ich würde eigentlich, ich weiß nicht, die Idee nach rechts zu fahren ist eigentlich nicht schlecht, aber wenn mir da dann irgendwas begegnet, die fahren da ja auch schon hin irgendwie, das wäre dann weniger praktisch. Da, das meinte ich. So, vielleicht kriegen wir dann, ja. Oh, der war etwas zu früh geschossen. Und da wahrscheinlich ein Schuss. Ja, die Wumme ist, wie gesagt, die kann man, da kann man einfach nichts gegen sagen. Die ist sehr genau. Hat einen guten Schaden, wie ich finde. Hat einen guten Reload. Also, ich meine, ja, was soll man sagen? Es ist halt auch die Wumme. Das ist das Einzige, was der Panzer eigentlich hat. Mehr hat er da nicht. Weil, klar, Geschwindigkeit hat er natürlich noch. Aber Panzerung oder so, das kann man natürlich ziemlich, boah, vergessen. Shit. Hier braucht man auf jeden Fall unbedingt eine Lampe drin. Das ist sehr wichtig. Könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon vorstellen, weswegen. Weil man hier relativ instant platzen kann. Aber auf jeden Fall ein Panzer, der mir nicht unbedingt wenig Spaß macht. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht. Aber er ist halt sehr Gewöhnungssache und sehr speziell, könnte man sagen. Ah, schade. Da hätte ich aimen sollen. Das war blöd von mir. So, da hinten ist eine ISO, da müssen wir unbedingt aufpassen, dass die uns hier nicht wegrotzt. Oh nein, nein, bitte nicht. Oh yes. Oh mein Gott, da hatte ich jetzt echt nochmal Luck, dass ich da scheinbar nicht ganz so schnell aufgetaucht bin. Oder einfach nicht das perfekte Ziel war. Ja, ist eine sehr schöne Runde hier, können wir gut aufräumen. Können wir gut Damage machen, gut die Gun Depression ausnutzen hier. Gut HE kassieren, weil HE für 1mm Panzerung sehr wichtig ist, muss man dazu sagen. Ach man, oh. Ah, ich hab sogar meinen Alliierten getroffen.
Och, come on. Lass mal was über. Ja, wie gesagt, starke Wumme, echt coole Wumme, muss ich sagen. Ist halt auch nicht ganz so groß. Und fährt halt auch nicht ganz so langsam. Also ist auf jeden Fall kein so schlechtes Ding. Ja, ist halt das Problem Tier 10. Das Ding kommt bis Tier 10 und in Tier 10 wird man da relativ wenig an veranstalten können, ohne Premium. Und klar, es ist jetzt, denke ich, nicht als Credit Farmer gedacht, das Ding. Aber mit Premium Munition hat er dann ja 275 Penetration. Da wird er in Tier 10 auch nicht mehr so die Probleme haben. Aber wirklich, ja, angenehm ist es halt nicht, wenn man die ganze Zeit Premium schießen muss. Um überhaupt was anzufangen. Also mit einem 8er mm fände ich das Ding echt ganz geil, wobei vielleicht dann schon zu stark, vielleicht sogar 9er mm. Aber 10er ist halt schon echt. Das ist echt übel. Naja, ich denke, da bekommen wir leider nichts mehr von. Die Hellcat ist da leider doch einfach schneller. Aber naja, schönes kleines Ding. Auf jeden Fall in Tier 8. In Tier 10, wie gesagt, ich habe schon eine Runde in Tier 10 gespielt. Da sieht es einfach schlichtweg teilweise total übel für das Ding aus. Also, ja. Da muss man aufpassen. Naja, nichtsdestotrotz, eine sehr schöne Runde. 1700 Schaden. Und, ja. Ich habe hier natürlich mein Rap-Kit. Nein. Ich habe hier natürlich mein Rap-Kit benutzt, daher muss ich schon mal 20.000 zahlen. Aber ohne die wäre der Einkommen ziemlich hoch. Also ich habe natürlich hier auch nicht so viel Schaden bekommen. Aber die Munition, wie man hier sieht, kostet hier auch einfach nicht so viel. 13 Schuss und knappe 5000 Credits. Das heißt, man kann tatsächlich, wenn man Premium hat und so welche Runden im Durchschnitt haben könnte, ganz gut Credits machen, weil dann hätte ich hier 40.000 gemacht. Und ja, für einen 7er auf jeden Fall nicht unbedingt schlecht, könnte man sagen. Ja. Was soll man noch dazu sagen? Wie gesagt, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Unlimited MM macht mir aber da ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinschreiben in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn das limitierte oder wenn der Panzer limitiertes MM bekommt, dann überlege ich mir ihn eventuell sogar zu kaufen. Aber ansonsten werde ich da, denke ich, erstmal abwarten. Sieht auf jeden Fall eigentlich schon ganz cool aus, nur mit dem Geschütz hier vorne. Das ist schon. Hier ein Bohrer dran, ja. Bohrer ist immer sehr wichtig. Ich glaube, das ist nämlich ein Geschütz. Naja. Oder eben was anderes. Naja, Preis kann ich nicht zu sagen. Die sind ja auch im Testserver für 100 Gold, weil die Preise wahrscheinlich dann noch angepasst werden. Genauso wie der T54 Mod 1 oder First Prototype. Und ja, soweit so gut. Das war's mit dem M56 Scorpion und dem Review von ihm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es informativ. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.